Schminken lernen leicht gemacht. Heute habe ich euch jemanden mitgebracht. Oh mein Gott, das hat sich sogar gereimt. Hi, mein Name ist Ramona und darf ich vorstellen, meine Hildegard. Oh, 1.0, 2.0. Ich freue mich. Nicht. So, wir machen zusammen ein schnelles, leichtes Tages-Make-up. Das liebt ihr am meisten und ich ehrlich gesagt auch. Noch schneller als der Primer ist tatsächlich das Primer und Setting Spray. Also ein Grundierungsspray und ein Befestigungsspray für hinterher. Das darf auch einen kleinen Augenblick einziehen. Wir geben ihm ein bisschen Raum zum Wirken. Und ich bereite schon mal meinen Pinsel auf die getönte Tagescreme vor. Ein Pumpstoß. Das ist nämlich eine Vakuumpumpe. Das heißt, wir müssen es ein bisschen runterschütteln und dann kommt da auch was raus, bis wir hier einen Pumpstoß, zurecht haben. Ich stelle sie mal einfach so rum jetzt hin und dann wird das schon schief gehen. So, und dann geben wir uns den erstmal dahin, wo wir es am nötigsten haben. Und dann wird der Rest nur noch ausgeblendet. Ja, einfach so tupfenderweise. Das sieht hinterher nicht schäckig aus, glaub mir. Wenn du gut verblendet hast, ist das überhaupt kein Problem, dass du an manchen Stellen mehr aufträgst und an anderen weniger. Weil das schmiegt sich einfach so schön dann an deine Haut an, dass da überhaupt kein Unterschied zu sehen ist, ob du jetzt hier unten viel weniger hast, als jetzt hier oben, wo die Rötungen sind. Zum Beispiel. Ne? Es gleicht sich also wundervoll an und deswegen liebe ich das so sehr, dass man das hier einfach individuell seinen Bedürfnissen anpassen kann. Wenn du jetzt sagst, mir reicht das noch nicht an Abdeckung, dann kannst du entweder nochmal mit der BB-Cream drüber gehen. Wenn du sagst, ich mag es aber lieber ein bisschen abgepuderter, dann nimmst du dir hier Puder und Pflege und setzt das nochmal ganz leicht über die Stellen drüber. Wieder beginnt dort, wo du am meisten abdecken möchtest und auslaufend dahin, wo du nur ein bisschen Abdeckung noch möchtest. Ganz einfach. Und mach dich dann nicht mehr richtig. Es ist kein Hexenwerk. Ich schwöre es. Es ist einfach nur Übung und Routine. Jetzt kümmern wir uns ein bisschen um die Augenbrauen. Ich nehme hier mal einen von unseren Stiften. Das ist der mit der feinen Mine und auch mit dem groberen Bürstchen. Das mag ich eigentlich ziemlich gerne so. Ich mag allerdings auch super gerne mit Pinsel und Puder. Das Ganze auftragen, stehe ich auch drauf, weil ich finde, es geht noch einfacher als mit einem Stift. Hätte ich ja früher, damals, vor 5 Jahren, auch nicht geglaubt. Ne? So, einfach ein bisschen auffüllen und dann mit dem Bürstchen wieder verblenden. Ist überhaupt nichts Wildes. Gelle. Und bitte, mach dich nicht narrisch, wenn die nicht hundertprozentig gleich sind. Deine zwei Schätze über den Augen. Der Rahmen deines Gesichtes. Das ist überhaupt nicht dramatisch, wie ich finde. Also gut wäre es halt schon, wenn sie beide über dem Auge sind. Späßchen. Aber sie müssen nicht identisch sein. Sie sehen ähnlich aus. Das langt. So, jetzt nehme ich mir ein bisschen von dem zweithellsten BB-Cream-Ton, also von dem getönten Tagescreme-Ding, so einen kleinen Pups. Und dann geben wir uns den mal hier hin und ein bisschen hier hin. Ein Hauch von Frische zaubern wir uns dahin. Zack, schön hier hinten hoch hinaus. Wir wollen ja schließlich ein bisschen liften, gell? Wir sind Ü40, hör mal. Ein Hoch auf die, die weder Cremes noch sonst irgendwas brauchen. Gibt's, habe ich schon gehört. Es gibt diese Menschen, deren Haut so gesättigt ist und so, die einfach kein Spannungsgefühl und nichts verspüren. Könnte mir ja nicht passieren. So, und weil mir heute kalt ist, mache ich einen wunderschönen Look mit dem Warme Töne Palettchen. Wir starten mit dem hellsten Ton einmal komplett überall aufs Auge. Kannst du tatsächlich bis unter die Augenbraue ziehen.
diesen hellen Ton hier. Und auf dem anderen Auge natürlich auch. Und dann siehst du schon, dass auch so kleine Unebenheiten, also du weißt, was ich meine, nicht Unebenheiten, so, ne, so dunklere Stellen oder so kleine Rötungen oder irgendwas, die verschwinden auch hier drunter, völlig unauffällig. Eigentlich war ich jetzt schon wieder doof gewesen. Ich hätte wundervoll auch hier den Braunton für meine Augenbrauen nehmen können. Ja, selber schuld, Frau Kieser, selber schuld. So, und jetzt drehe ich hier die Spitze vom Pinsel so ein bisschen in dem Mittelbraun und setze mir den hier hinten bei geöffnetem Auge, damit ich sehe, dass man den auch noch sieht, wenn ich die Augen offen habe, und gebe mir den hier hinten so ein bisschen in das Dreieck rein, einfach hier so Außenwinkel Auge, ne? So. Ich habe heute wieder Special Effects ne? Weißt du, was ich meine? Geräuschen, Tönen, die ich von mir gebe. So, guck. Beide Seiten und dann erstmal schön, gemütlich verblenden. Ich lasse mir heute Zeit. Ne? Und ich babbel auch eh immer ganz gerne und ein bisschen mehr als andere vielleicht, aber ist wie es ist. Oh nein, jetzt habe ich mir mit meinem. Oh nein, ich muss nachher nochmal mit Sprühkleber ran. Bin da hängen geblieben. Ne, die sind so kurz, als dass ich die hier oben in mein Zöpfchen reinbekomme. Aber gut, es hat bis eben gehalten. Jetzt bin ich hängen geblieben. Ist nicht so schlimm. So, und ich möchte aber jetzt noch von dem Dunklen, da gehe ich wirklich nur so, mit dem Spitzchen vorne rein. Abklopfen, nur mit der Spitze. Und setze mir das hier nochmal ein bisschen in die Lidfalte rein. Wie so ein Schatten. Okay. Und ziehe das dann so ein bisschen hier rein. Okay, probiert das einfach mal aus. Das ist nichts Wildes. Und wenn das beim ersten Mal nicht klappt, dann ist das auch gar nicht so schlimm. Bei mir klappt das auch nach 5 Jahren an manchen Tagen besser, an manchen Tagen weniger. Das ist nicht schlimm. Meine Oma hat immer gesagt, wenn es schlimm ist, machen wir Läppsche drum. Gelle? Also bitte. Es ist schließlich nur Farbe, nur Make-up. So, und mit dem Finger nehmen wir jetzt hier diesen Schimmer. Schön ein bisschen aufs bewegliche Lid hier in den Innenwinkel vom Auge. So, muss gar nicht viel sein, kann ein bisschen sein. Du könntest auch mit dem hellen, matten Ton einfach nochmal ein bisschen ein Highlight setzen. Ich stehe ja volle Möhre auf Schimmer, weil Schimmer geht immer. Dann setze ich mir den hier hin und hier ein bisschen als. Oh, war ich da zufällig noch in einem anderen Ton? Naja, passiert mir auch manchmal, dass ich, vielleicht ist er doch röter, als ich gedacht habe. Also kupferer Farben, also goldiger. Naja, gut, ist nicht so schlimm. Ich mache trotzdem nur auf die Nase ein bisschen. Special Effekt und so, ne? Ich mag das sehr. Ich mag das wirklich, wirklich sehr. Und jetzt machen wir erstmal Wimpern und dann gucken wir weiter. Tada, Zwischenstand. Ich liebe die Quadra einfach sehr. Und der Einfachheit halber nehme ich auch heute einen ganz wuscheligen Pinsel, das helle Braun, und gebe mir das hier so ein ganz kleines bisschen einfach als Bronzer auf mein Gesicht. Ne? Oh, da bin ich ein bisschen weit runter gerast. Kann ja mal passieren. Ach du liebe Zeit. Naja, wird schon schief gehen. Warte, wir haben es gleich. Ist nicht schlimm. Deswegen mache ich auch nie meine Pinsel zwischendrin sauber. Das mache ich immer erst, wenn ich das ganze Desaster vollendet habe. Ne? Guck mal. Ich finde es super schön. Jetzt fehlt nur noch irgendwas Frisches auf den Lippen und dann sind wir schon fertig. Ich suche mir mal was aus. Zum Beispiel den Splash in Naughty Biscotti. Das ist ein super schöner, ganz natürlicher Ton. In matt. Der richtig gut hält. So, und jetzt gleich wie vorher ist der Look fertig. Ich hoffe, es gefällt dir. Lass mir gerne ein Herz da und folg mir für mehr. Tschüss!